Vergangenen Samstag, 9 Uhr früh, Ernst-Happel-Stadion Wien. Sie werden sich vielleicht wundern, die Neugierde steigt, was ist da los? Und dann sehen Sie lauter gut gekleidete Menschen und dann würden Sie wahrscheinlich wissen, dass es weder ein Fußballspiel noch ein Konzert ist. Da bleibt nicht mehr viel über. Jehovas Zeugen laden zu ihrem jährlichen Großkongress und knapp 24.000 Menschen aus ganz Österreich und Südbayern folgen. So wie in 15 anderen europäischen Städten an diesem Wochenende. In Österreich sind Jehovas Zeugen seit 2009 als Religionsgemeinschaft anerkannt. Mit über 23.000 Mitgliedern bildet sie die fünftgrößte Glaubensgemeinschaft in Österreich. Solche Großevents stehen schon seit Beginn der Religionsgemeinschaft, die im ausgehenden 19. Jahrhundert in den USA gegründet wurde, an der Tagesordnung. Das wurde schon im vorigen Jahrhundert am Beginn gewissermaßen fixiert. Und diese Tradition ist beibehalten worden. Damals waren es, ich glaube, im ersten Kongress waren 500 anwesend, dann sind es ein paar tausend geworden. Und in der Zwischenzeit hatten wir schon Kongresse, wo eine 250.000 Menschen anwesend war. 3 Tage sind die Glaubensschwestern und Brüder, so nennen sich Jehovas Zeugen untereinander, im Stadion. 3 Tage hören sie zu. 3 Tage schreiben sie mit. 3 Tage werden sie belehrt, wie sie ihren Auftrag erfüllen können. Ihre Mission ist die Mission. Denn für Jehovas Zeugen ist ihr Glaube untrennbar mit seiner Verkündigung verbunden. Mission heißt für Jehovas Zeugen das, wie es die Bibel auch beschreibt, nämlich, dass man mit anderen Menschen in den Dialog tritt, dass man mit ihnen darüber spricht, welche Hoffnung und welche Aussagen die Bibel uns liefert. Und da versuchen wir auf verschiedenste Möglichkeiten mit anderen in den Dialog zu kommen. Wir besuchen Menschen zu Hause, wir sprechen Menschen, die das möchten, auf der Straße an. Wir reden natürlich in unserem Freundes- und Bekanntenkreis mit anderen über das, was wir aus der Bibel lernen. Wir haben auch vor den Kongressen Einladungsaktionen. Das heißt, wir gehen dann von Tür zu Tür und laden jeden ein. Freunde kommen eher als ganz Fremde, aber doch immer wieder. Also es passiert, dass man in der U-Bahn jemanden eine Einladung gibt und der kommt dann spontan. Es kommt wirklich darauf an, ob es die Person interessiert. Für diesen Kongress haben die Vorbereitungen circa 9 Monate gedauert. Und insgesamt haben wir so circa 2.500 bis 3.000 Freiwillige, die mitarbeiten. Auch die Finanzierung eines solchen Projektes baut auf Spenden, so Vertreter der Religionsgemeinschaft. Der Höhepunkt eines solchen Kongresses sind die Taufen. Jehovas Zeugen verstehen ihre Taufe als Symbol ihrer persönlichen Hingabe an Jehova. Weil im Verständnis der Religionsgemeinschaft Kinder ein solches Gelübde nicht ablegen können, werden nur Erwachsene getauft. Du tauchst auf und du warst jetzt. Jetzt bin ich auch ein getaufter Zeuge Jehova und man ist einfach nur glücklich und da fallen einem die Worte und man weiß gar nicht, was man sagen soll. Es ist einfach schön. Ich habe die Bibel studiert und ich weiß, dass die Wahrheit ist. Und jetzt habe ich mich entschieden, mich taufen zu lassen, weil ich möchte für immer Jehova dienen und das ist mein Wunsch. Ja. Haben wir es endlich geschafft und jetzt gehören wir zur Familie dazu. Es ist voll schön. Am Kongress in Wien haben sich knapp 200 Menschen zu Zeugen Jehovas taufen lassen. Sämtliche Blödheiten habe ich jetzt in diesem Becken da hinten lassen, die ich ursprünglich einmal als Mensch, sage ich jetzt einmal, verbrochen habe, unter Anführungszeichen, was ich dazu sage. Aber das ist wie so eine neue Stadt, also total herrlich. Richtig herrlich.